Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 89 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um ein ebenso historisches wie sagenhaftes Thema. Die Vinland-Sagas und die Expedition einiger Wikinger bis nach Amerika. Wie stets bei solch gleichermaßen historischen wie sagenhaften Themen gilt aber, dass es in diesem Video zentral um die sagenhafte und mythische Darstellung der Vinland-Sagas und weniger um die historische Realität geht. Es geht damit also vor allem um den Inhalt der Sagas, die von den Entdeckungsfahrten und Taten von Erik dem Roten und seinen Kindern erzählen. Bei den Vinland-Sagas handelt es sich nun eigentlich um zwei Sagas, die aber im Großen und Ganzen die gleiche Geschichte erzählen und zentral von der Familiengeschichte von Erik dem Roten und seinen Kindern berichten, sowie deren Abenteuer und Entdeckungsfahrten. Die erste Saga ist so die Saga von Erik dem Roten, Eriks Saga Rauda genannt. Sie erzählt davon, wie Erik der Rote zunächst nach Island auswandert, von dort verbannt wird und dann Grönland entdeckt und besiedelt. Aber sie berichtet auch von den Taten seiner Kinder sowie von dem Wikinger Thorfinn Karlsefni und wie sie nach Amerika segelten und Vinland entdeckten. Die zweite der Vinland-Sagas trägt dann den Titel Grönländinger Saga, was so viel wie die Saga von den Bewohnern von Grönland bedeutet. Diese Saga deckt, wie schon erwähnt, im Großen und Ganzen den gleichen Stoff ab wie die Saga von Erik dem Roten, weist aber auch eine Reihe von entscheidenden Unterschieden auf und erzählt doch eine etwas andere Geschichte. Zentral der Zeitpunkt und der jeweilige Verlauf der Entdeckungsfahrten nach Amerika ist anders. Beide Sagas wurden aber wohl im frühen 13. Jahrhundert geschrieben und die Ereignisse von beiden spielen sich im 11. Jahrhundert ab, wobei eine Vielzahl von Personen als historische Figuren nachgewiesen werden können. Die Saga von Erik dem Roten, Eriks Saga Rauda, hat seinen Anfang nun in Norwegen. Dort wurde Erik der Rote als Sohn von Thorvald Asvaldsson in Jæren in Südwestnorwegen geboren. Bald aber wurden Vater und Sohn in einen Konflikt verwickelt, der mit mehreren Totschlägen endete. Aus diesem Grund, wohl weil sie Rache oder Verfolgung fürchteten, verließen Erik und sein Vater Norwegen und siedelten nach Island aus. Sie ließen sich dort nieder und während Thorvald wenig später verstarb, baute sich Erik auf Island ein gutes neues Leben auf. Er hatte einen Hof im Haukadal, an einem Ort, der später als Eiriksstadir nach ihm benannt werden sollte. Er heiratete zudem die Frau Thjothild und hatte bald einen respektablen Sitz aufgebaut. Nach einiger Zeit gab es dann aber auch auf Island Auseinandersetzungen. Einige Knechte von Erik lösten eines Tages einen Erdrutsch aus, der auf einen anderen Hof niederging. Ein Verwandter des Bauern, der dort gelebt hatte, griff dafür die Knechte an und erschlug sie. Erik aber ließ sich das nicht gefallen und erschlug wiederum seinerseits den Verwandten. Und im Zuge dieser Tat soll er auch noch einen zweiten Mann getötet haben. Dafür wurde er angeklagt und schließlich als Strafe aus dem Haukadal verbannt. Er musste wieder weiterziehen und für einen Winter lebte er auf dem Hof von Tradir, bevor er auf der Insel Öxney sich einen neuen Hof aufbaute. Bald aber kam es dann auch dort zum Streit. Erik hatte Tradir seine Bettplanken geliehen, Objekte, bei denen es sich offenbar um reich verzierte Holzplanken handelt, die von großem Wert waren und die in einer Familie als Familienbesitz immer weiter vererbt wurden. Und nun, da Erik wieder einen neuen Hof hatte, wollte er sie auch wieder zurückhaben, bekam sie aber nicht mehr. Da entschied sich Erik, sie einfach zu stehlen, doch auf dem Weg zurück zu seinem Hof wurde er verfolgt und es kam zu einem weiteren Kampf, bei dem mehrere Männer den Tod fanden. Auf diese Kämpfe hin, die eine Weile lang andauerten, wurden Erik und seine Anhänger auf dem Thing geächtet und auf Island hatte Erik der Rote damit seinen Frieden gänzlich verloren. So musste er auch dieses Land wieder verlassen, aber anstatt vielleicht nach Irland, Schottland oder irgendwo anders hin in Europa zu segeln, entschloss er sich weiter nach Westen zu gehen und dort nach einem neuen Land zu suchen, das zuvor von einigen anderen Isländern gesehen worden war, die im Sturm von Kurs abgekommen waren. Im nächsten Sommer segelte er also los und zog in den bisher unbewohnten Westen und er soll dabei viele Orte entdeckt und benannt haben. Schließlich aber erreichte er sein Ziel und er nannte das neue Land, das er fand, Grönland. Das grüne Land, und das auch sehr bewusst. Erik hoffte nämlich, dass bei einem so schönen Namen, der nach einem schönen und fruchtbaren Land klang, mehr Leute dorthin kommen würden und bald Grönland dicht besiedelt wäre, damit er dort viel Handel und gute Nachbarn hätte. Gemäß den Schriften von Ari Torgelsson heißt es dann, dass in jenem Sommer noch 25 Schiffe nach Grönland aufbrachen, aber nur 14 dort ankamen. Der Rest soll entweder umgekehrt oder gesunken sein. Fortan siedelte Erik der Rote also mit seiner Familie auf Grönland und noch weitere Freunde folgten ihm, die ja ebenfalls zum Teil auf Island geächtet waren. Insgesamt hatte Erik nun mit seiner Frau Thjothild zwei Söhne, Leif und Thorstein Eriksson. Später aber hatte er, gemäß dieser Saga, noch zwei weitere uneheliche Kinder.
Zum einen eine Tochter namens Freydis Eriksdottir und zum anderen einen weiteren Sohn namens Thorvald Eriksson. Das Leben auf Grönland war aber nun alles andere als einfach und der Name als grünes Land von Erik war wohl wirklich eher irreführend. So war das Leben auf Island schon nicht einfach gewesen, aber Grönland stellte die Siedler vor noch größere Herausforderungen. Bei der Jagd und Fischerei fand sich kaum etwas und so manche Jäger kamen sogar gar nicht mehr nach Hause. Auch die Landwirtschaft gab nur wenig her und an dieser Stelle der Saga findet sich so eine sehr interessante Episode, die sich um eine Zauberin und Völver dreht. So lud Thorkell, einer der größten Bauern der Gegend, die Völver, Thorbjörn Little Völver, zu sich ein. Sie war als eine mächtige Zauberin und Seherin bekannt und sie kam auf seinen Hof und besah sich alles und mit den Frauen dort führte sie dann einen magischen Zaubergesang durch. Dann sagte sie vorher, dass die Hungersnot im nächsten Sommer enden würde und wie sie sie überwinden würden. Ein eigenes Video zu den Seherinnen, auch mit mehr Details zu dieser Szene, ist auch bereits hier für euch verlinkt. Und nach dieser Stelle beginnt die Saga dann von Eriks Kindern zu erzählen. So heißt es, dass Leif Eriksson bei einer Seereise vom Kurs abkam und durch einen Sturm weit weggeweht wurde und in den Hebriden in Schottland endete. Dort verliebte er sich in eine Frau namens Thorgunna und nahm sie mit nach Grönland und heiratete sie und hatte einen Sohn namens Thorgil mit ihr. Leif Eriksson aber segelte auch nach Norwegen und schloss sich dort für eine Weile der Gefolgschaft von König Olaf Tryggvason an. In dessen Dienst stieg Leif bald auf und sprach viel mit dem König. Von ihm ließ er sich auch zum Christentum bekehren und wurde im Namen von Olaf Tryggvason zurück nach Grönland geschickt, um auch dort das Christentum zu verbreiten. Mit diesem Auftrag stach Leif Eriksson wieder in See, doch auf seinem Rückweg nach Grönland kam er durch einen weiteren Sturm schwer vom Kurs ab. Er wurde an Grönland vorbei über den Atlantik getrieben und sah dort im Westen neue Länder. Er fand ein Land, wo wilder Weizen und Weinreben wuchsen und dazu viele große Bäume. Diesen Ort nannte er nach den Weinreben, die er dort fand, Vinland, was Weinland bedeutet, aber er fand dort auch einige Schiffbrüchige, die er rettete. Für seine Hilfe und Großherzigkeit nannten sie ihn Leif den Glücklichen und er nahm sie zurück nach Grönland. Damit hatte Leif Eriksson als erster eine Fahrt nach Vinland unternommen und war zurückgekehrt, auch wenn diese Fahrt nicht absichtlich geschehen war. Von da an verbreitete Leif dann das Christentum auf Grönland, wobei sein Vater Erik kein Christ werden wollte und kein Freund des neuen Glaubens war, sondern am alten Glauben festhielt. Aber auch die Nachricht, dass Leif ein weiteres grünes Land im Westen entdeckt haben sollte, sprach sich herum. Viele auf Grönland wollten nun nach Vinland fahren und dort ihr Glück versuchen und das neue Land finden. Unter anderem wurde auch Erik aufgefordert, den See zu stechen und er gab am Ende nach und rüstete sein Schiff. Auf dieser Reise war Erik der Rote allerdings nicht erfolgreich. Lange irrte er mit seiner Mannschaft im Meer umher und am Ende kehrte er im Herbst wieder nach Grönland zurück und war nicht erfolgreich gewesen. Die erste Expedition nach Vinland war so gescheitert. Im nächsten Teil der Saga wird dann von Eriks zweitem Sohn, Thorstein Eriksson, berichtet. Von ihm wird berichtet, wie er um die Frau Gudrid warb und sie heiratete, aber nicht lange danach eine schwere Krankheit auf Grönland ausbrach, an der auch er verstarb. Nach seinem Tod stand er aber als Drauge wieder auf und er erschien seiner Frau und soll ihr gesagt haben, dass sie die Toten nicht mehr auf ungeweihtem Boden bestatten dürften, da sie nun Christen waren. Unterdessen wurde aber auch auf Grönland immer mehr darüber geredet, in Vinland neues Glück zu suchen und eine weitere Fahrt zu unternehmen. Und diese zweite Fahrt nach Vinland wollte der Wikinger und Händler Thorfinn Karlsefni unternehmen. Er stammte aus einer reichen Familie von Händlern und gemäß der Saga geht seine Herkunft bis auf Björn Eisenseite, dem Sohn von Ragnar Lodbrok, zurück. Ihm schlossen sich auch noch viele weitere Männer an, darunter Leif Eriksson, der Vinland entdeckt hatte, aber auch Thorvald, der dritte Sohn von Erik und Freydis Eriksdottir und ihr Ehemann. Insgesamt kamen für diese Expedition so 160 Leute zusammen. Sie segelten an der Küste von Grönland nach Norden und von dort kamen sie auf relativ kurzer Strecke über den Atlantik und sahen bald neues Land, das sie Heluland nannten, was Flachsteinland bedeutet. Dieses Land aber war karg und steinig und so segelten sie weiter an der Küste entlang nach Süden. Da sahen sie bald wieder Land, das mit vielen großen Wäldern bedeckt war und das sie daher Markland nannten. Und als nächstes kamen sie zu einer Insel, auf der sie einen Bären jagten und erlegten, weshalb sie diese Bjarney, die Bäreninsel, nannten. Und noch eine ganze Reihe von weiteren Orten benannten sie so auf ihrer Reise an der Küste entlang nach Süden, wie etwa die Wunderstrände oder das Kielkap.
An den Stränden setzten sie auch zwei schottische Knechte an Land, die gute Läufer waren und das Land nach Süden hin erkunden sollten, während sie weiter an der Küste entlang segelten. Die beiden Knechte fanden auf dem Landweg Weintrauben und Weizenähren und die Expedition entschloss sich, dort an den Stränden zu überwintern. Fischfang und Jagd liefen hier aber schlecht und ihre Vorräte wurden knapp. Thorhall der Jäger betete dazu Thor, dass er ihnen Essen gewähren sollte, und da wurde ein großer Wal angespült. Als sie sein Fleisch aber aßen, wurde allen, die davon kosteten, übel und sie konnten es nicht essen. Die anderen Leute der Expedition beteten da zum christlichen Gott und bei ihrem nächsten Versuch zu fischen hatten sie einen großen Fang und waren gerettet. Zum Teil wegen dieser unterschiedlichen Ansichten zum Glauben zwischen den alten Göttern und dem neuen christlichen Gott trennte sich Thorhall mit einem Schiff und eine kleine Gruppe vom Rest der Expedition und sie segelten zurück nach Norden und landeten am Ende wieder in Island. Thorfinn und der Rest der Expedition aber segelten weiter nach Süden und trafen zum ersten Mal auf Ureinwohner des neuen Landes. Sie sahen viele Boote, die mit Fell bespannt waren und darin viele Männer, die mit Speeren und Stangen bewaffnet waren und viel Lärm machten. Um ihre friedlichen Absichten zu zeigen, ließ Thorfinn einen weißen Schild zeigen und die Ureinwohner ruderten wieder weg. Nun hatte die Expedition endlich Vinland erreicht und sie blieben für eine Weile dort. Selbst im Winter soll es dort nicht geschneit haben und ihr Vieh konnte viel fressen und die Dinge sahen gut aus. Doch im Frühling kamen die Fellboote der Ureinwohner zurück. Nun kam es zum ersten Treffen der Wikinger und der Ureinwohner, die in der Saga als die Skrælingar bezeichnet werden. Und zunächst verlief alles friedlich. Obwohl beide Seiten die Sprache der jeweils anderen nicht verstehen konnten, schafften sie es, Handel zu treiben. Die Skrælingar wollten Tücher von den Wikingern haben und tauschten sie gegen Felle. Aber auch Waffen wollten sie gerne kaufen, was aber Thorfinn verbot und ihnen keine Speere und Schwerter gab. Gerade als sie aber so noch am Handeln waren, kam ein Stier der Wikinger angerannt und brüllte so laut, dass die Ureinwohner Angst bekamen und vor dem Tier flohen. Einige Wochen später kamen sie dann wieder zurück und dieses Mal nicht mehr so freundlich. Die Skrælingar waren bewaffnet und Thorfinn ließ seinerseits seinen roten Schild zum Zeichen des Kampfes zeigen und sie griffen die Siedlung der Wikinger an. Die Ureinwohner waren mit Stangen, einfachen Speeren und Schleudern bewaffnet und sie waren in großer Überzahl. Sie zwangen Thorfinn und seine Krieger so zum Rückzug den Fluss hinauf, an dem sie lagerten. Freydis Eriksdottir beschimpfte dabei die Männer als Feiglinge, weil sie flohen. Sie selbst war nämlich schwanger und konnte nicht schnell genug weglaufen und war damit den Ureinwohnern ausgeliefert. Als sie sah, dass sie den Skrælingar nicht würde entkommen können und die Männer geflohen waren, nahm sie aber kurzerhand selbst ein Schwert auf und entschloss sich zum Gegenangriff. Sie riss sich das Kleid vom Leib und wild schreiend stürmte die schwangere Frau auf die Skrælingar los, die davon so überrascht und verängstigt waren, dass sie ihrerseits die Flucht ergriffen. Für diesen Mut und ihre große Tat wurde Freydis Eriksdottir dann von den Männern der Expedition gepriesen und gelobt. Insgesamt hatten die Wikinger auch nur 2 Männer verloren, aber es war trotzdem eine Niederlage für sie gewesen. Ihnen wurde klar, dass Vinland zwar ein reiches und schönes Land war, aber sie dafür immer mit den Skrælingar würden ringen müssen und in steter Angst vor Angriffen wären. Besonders die große Überzahl der Skrælingar machte ihnen dabei Sorgen und der Preis für Vinland schien ihnen am Ende zu hoch zu sein und sie entschlossen sich, ihre Schiffe wieder zu rüsten und in ihre alte Heimat zurückzukehren. So legten sie bald wieder ab und kehrten nach Grönland heim. Vinland wurde nicht von den Wikingern besiedelt. Auf der Rückfahrt, die einige Zeit dauerte, kam es aber noch zu einigen Konflikten. Maßgeblich im dritten Winter, den sie noch immer an der Küste Nordamerikas verbringen mussten. Insgesamt dauerte es so 3 Jahre, bis sie wieder ganz von der nordamerikanischen Küste wegkamen und sie waren insgesamt 6 Jahre dort in Amerika gewesen. Auch 2 Skrælingar konnten sie in dieser Zeit noch gefangen nehmen. Es waren 2 Kinder, denen sie die nordische Sprache beibrachten, von denen sie aber nicht viel über die Skrælingar erfahren konnten. Soweit die Geschichte in der Saga von Erik dem Roten, in der für die Entdeckungsfahrt nach Vinland ja vor allem Thorfinn Karlsefni die zentrale Rolle spielte. Leif Erikson war zwar derjenige, der Vinland den Namen gegeben hatte, doch er war eigentlich nur durch Zufall dorthin gelangt und hatte auch noch dort Schiffbrüchige vorgefunden, womit er auch nicht der erste Europäer dort gewesen sein kann. Die größere Ehre als Entdecker von Amerika sollte also nach dieser Sage eigentlich Thorfinn gehören, wenngleich aber auch Freydis Eriksdottir in dieser Saga eine herausragende Rolle spielt. Etwas anders tragen sich die Expeditionen dann aber in der Saga von den Bewohnern von Grönland zu.
Zunächst einmal ist es so, dass der Anfang der Saga leider verloren ging und wir nicht wissen, wie diese Geschichte der Grönländer beginnt. Vermuten kann man aber, dass der Anfang vermutlich ähnlich wie die Saga von Erik dem Roten, von dessen Herkunft und der Entdeckung von Grönland erzählen würde. Der uns noch erhaltene Anfangsteil der Saga ist aber, dass ein Seefahrer namens Bjarni Herjulfsson, der mit seiner Mannschaft vom Kurs abkommt und auf eine Irrfahrt geht, derjenige ist, der Vinland zum ersten Mal sieht. Durch einen Sturm vom Kurs abgedrängt erkannte er, dass dieses Land nicht Grönland sein konnte und er war dagegen, hier an Land zu gehen und segelte stattdessen zurück und erreichte schließlich sein eigentliches Ziel in Grönland. Natürlich aber erzählte auch er von seiner Irrfahrt und dass er im Westen ein neues Land gesehen hätte. Viele, die diese Geschichte hörten, meinten da, dass Bjarni doch hätte an Land gehen sollen und er mehr hätte erforschen müssen und er wohl viel zu zurückhaltend gewesen war. Auch Leif Erikson hörte davon und er entschied sich kurzerhand ein Schiff von Bjarni zu kaufen, eine Mannschaft anzuheuern und eine Expedition in das neue Land zu unternehmen. Auch bat er seinen Vater Erik den Roten darum, dass er diese Expedition führen sollte und auch wenn dieser zunächst dagegen war, ließ er sich am Ende überzeugen. Kurz vor der Abreise stürzte er aber dann vom Pferd und verletzte sich so schwer, dass er nicht mitsegeln konnte. Damit wurde Leif Erikson zum Anführer der ersten Expedition nach Vinland und mit einem Schiff und 35 Männern fuhr er los. Auch sie segelten vermutlich ebenfalls zunächst an der Küste nach Norden und erreichten dann Amerika durch ein kurzes Stück über den Atlantik weit im Norden. Von hier verläuft die Beschreibung sehr ähnlich wie in der Saga von Erik dem Roten. Als erstes fand Leif so das karge Heloland, dann das bewaldete Markland und weit im Süden eine Insel und ein grünes und schönes Land. Dort gingen sie dann an Land und Leif ließ ein großes Haus erbauen. Es mangelte ihnen nicht an Essen und der Winter, den sie dort verbrachten, war so mild, dass sie sich kaum um ihre Tiere kümmern mussten. Dann teilte Leif seine Mannschaft in zwei Gruppen auf. Die eine sollte stets beim Haus bleiben und Wache stehen und die andere sollte ausziehen und das Land erkunden. So erkundeten sie das neue Land, doch schließlich war einer aus der Mannschaft verschwunden. Türkir, der auch als der Deutsche bezeichnet wird, war nicht zurückgekommen und sie begannen ihn zu suchen. Als sie ihn dann endlich fanden, war er sehr fröhlich und direkt außer sich und berichtete ihnen, dass er Weintrauben gefunden hätte. Da begannen dann Leif und seine Wikinger auch Trauben zu sammeln und wegen des Weins, den sie dort fanden, nannte Leif das neue Land Vinland, was das Weinland bedeutet. Als es nun wieder Frühling wurde, brachten die Wikinger alles auf ihr Schiff, was sie gesammelt hatten und segelten zurück nach Grönland. Dort war man sehr beeindruckt von dem, was Leif Erikson gefunden hatte und als nächster wollte sein Bruder Thorvald nach Vinland segeln. Er ließ sich von Leif alles berichten, was er wusste und folgte mit einer Mannschaft von 30 Männern seiner Route nach Amerika. Auch er überwinterte dort und erkundete besonders die Küste. Dort entdeckten sie erste Spuren von Menschen, die die Gegend bewohnten, sahen aber niemanden. Schließlich wollte Thorvald Erikson in diesem neuen Land einen Hof errichten und sich in Vinland niederlassen. Da aber sahen sie am Strand die Fellboote der Skrælingar und es kam zu einem Kampf. Die Wikinger griffen sie an und überwältigten alle, doch einer von ihnen konnte entkommen. Und schon in der nächsten Nacht kamen so viele weitere Skrælingar, dass Thorvald und seine Männer sich auf ihrem Schiff verteidigen und verschanzen mussten, bis sich die Ureinwohner zurückzogen. Von den Wikingern war dabei keiner umgekommen, doch Thorvald selbst hatte durch einen Pfeil eine tödliche Wunde erhalten. Er starb daran und wurde in Vinland an der Küste begraben, während seine Männer nach Grönland zurückkehrten. So hatte die zweite Expedition zwar Vinland erfolgreich erreicht, aber dort eine schwere Niederlage und Thorvalds Tod hinnehmen müssen und war so mehr oder weniger gescheitert. Als nächstes wird dann auch in dieser Saga von Thorfinn Karlsefni berichtet, der schon in der anderen Saga die große Expedition angeführt hatte. Er sammelte nun 60 Männer und führte die dritte und größte Fahrt nach Vinland. Und er plante, dieses Land richtig zu besiedeln und eine Kolonie dort zu gründen. Thorfinn fragte dazu auch Leif, ob er die Häuser, die er dort schon gebaut hatte, ihm überlassen könnte. Leif stimmte dem zu, doch er wollte ihm die Häuser nur leihen und sollte Leif Erikson selbst eines Tages nach Vinland kommen und dort siedeln, so wollte er seine Häuser wieder zurückhaben. Dann segelte der Thorfinn mit seiner Expedition los und auch sie kamen sicher über die gleiche Route von Leif Erikson in Amerika an und fanden dort einen großen Wal, der sie mit viel Essen versorgte. Thorfinn ließ dann viele Bäume fällen und sie hatten viel Vieh mitgebracht und das reiche Vinland schien ein gutes Leben für sie zu versprechen. Aber auch diese Expedition stieß bald auf die Ureinwohner, doch zunächst ging es mit den Skrælingar friedlich zu. Wie aber auch schon in der ersten Saga brüllte dann ein Stier der Wikinger so laut, dass die Skrælingar die Flucht ergreifen wollten.
Sie rannten dabei direkt auf Thorfinns Hof zu, doch der ließ sie nicht hinein. Da beide Seiten die Sprache des jeweils anderen nicht verstehen konnten, kam es beinahe zum Kampf, doch sie konnten noch Frieden halten und als sie einander Waren anboten, verstanden die Wikinger wie auch die Skrälinger, dass sie handeln konnten. Die Wikinger kauften da Felle von den Skrälinger und die Ureinwohner vor allem Milch und Käse, aber keine Waffen, denn das hatte Thorfinn erneut verboten. Im zweiten Winter kamen die Skrälinger dann zurück und es waren noch mehr von ihnen dabei. Wieder wollten die Wikinger vor allem Käse und Milch verkaufen, aber keine Waffen. Aber einer der Ureinwohner wollte sich trotzdem eine nehmen und so kam es zum Streit und der Skrälinger wurde erschlagen. Daraufhin zogen sich die restlichen Ureinwohner zurück und Thorfinn erwartete nun, dass es wohl bald zum Kampf kommen würde. Daher bereitete er einen Plan zur Verteidigung vor und als die Skrälinger wie von ihm erwartet kamen, fügten sie ihnen eine schwere Niederlage zu. So errangen die Wikinger hier den Sieg über die Ureinwohner, aber trotzdem schien es Thorfinn zu gefährlich, weiter hier zu bleiben und im nächsten Frühjahr kehrte er nach Grönland zurück. So war auch dieser Versuch, Vinland zu besiedeln, nicht von Dauer gewesen. Doch kaum, dass Thorfinn wieder zurück in Grönland war, sprachen die Leute dort schon wieder über einen vierten Versuch, dorthin zu fahren. Auf Grönland landeten zu dieser Zeit auch die Brüder Helgi und Finnbogi aus Island und mit ihnen traf sich Frey des Eriksdottir. Sie schlug ihnen vor, eine Fahrt nach Vinland zu unternehmen. Die Ausbeute, die sie auf dieser Fahrt machten, wollten sie dann unter sich aufteilen und die Brüder stimmten zu. Als nächstes ging sie dann zu ihrem eigenen Bruder Leif und bat ihn, dass sie ihr die Häuser auf Vinland überlassen sollte. Und auch er stimmte wieder zu. Freydis hatte aber nicht vor, sich wirklich an die Abmachung mit den Brüdern zu halten. Jede Seite sollte so ein Schiff und 30 Männer für die Expedition stellen. Freydis aber warb mehr Leute an und brachte diese heimlich an Bord. Und kaum, dass sie in Vinland waren, meinte Freydis, dass Leif ihr die Häuser dort überlassen hätte und nicht den Brüdern und ließ sie diese nicht verwenden. Dann begann auch diese Expedition, Bäume zu fällen und Holz und andere Dinge zu sammeln und auf die Schiffe zu bringen. Später aber ging Freydis dann eines Morgens zum Haus der Brüder und gab vor, mit ihnen reden zu wollen. Sie wollte das Schiff der Brüder mit ihrem tauschen, da diese ein größeres Schiff hätten und sie bald wieder zurück nach Grönland segeln wollte. Den beiden Brüdern gefiel es in Vinland und sie überlegten tatsächlich dort zu bleiben und so stimmten sie der Sache zu. Freydis kehrte dann in ihr Haus zurück und behauptete dort, dass die Brüder wütend auf sie geworden wären und sie geschlagen und misshandelt hätten. Von ihrem Mann verlangte sie daher, dass er Rache nehmen müsste. So bewaffneten sich er und seine Leute und griffen die Brüder an. Da Freydis mehr Männer mitgebracht hatte, waren sie in der Überzahl und sie konnten sie überraschen und gefangen nehmen. Und Freydis ließ sie alle erschlagen. Das reichte ihr aber noch nicht. Freydis nahm sich auch noch selbst eine Axt und erschlug auch noch all die Frauen, die sie mitgebracht hatten und drohte, dass sie jeden erschlagen würde, der von dieser Tat erzählte. Da sie so ihre Geschäftspartner alle aus dem Weg geräumt hatte, kehrte Freydis dann mit 2 vollbeladenen Schiffen nach Grönland zurück und machte viel Gewinn. Ihre Tat aber kam am Ende doch ans Licht. Zwar brachte es Leif dann nicht über sich, seine Schwester zu bestrafen, doch von da an wurde sie von allen auf Grönland gemieden und sie sollte nur noch Unglück haben. Auch eine weitere Fahrt nach Vinland wurde nach dieser Fahrt, die in einer Tragödie endete, nicht mehr unternommen. Thorfinn soll sich später wieder auf Island niedergelassen haben und er erzählte viel von dem, was er in Vinland erlebt hatte. Doch es wird nichts mehr davon berichtet, dass es noch jemanden gab, der diese abenteuerliche Fahrt nach Amerika unternahm. In dieser zweiten Vinland-Saga spielt Leif nun eine deutlich größere Rolle für die Entdeckung des neuen Landes in Amerika. Doch auch seine Geschwister Thorwald und Freydis führen eine Expedition und wie auch schon vorher war die Fahrt von Thorfinn dabei. Vermuten könnte man hier, dass in der Saga von Erik dem Roten alle 4 Fahrten in eine große Expedition zusammengefasst wurden. So nahm man dieser großen Expedition in der Saga ja auch alle Anführer der 4 Expeditionen der zweiten Saga teil. Welche von beiden Sagas aber der Realität näher kommt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall aber gehören die Vinland-Sagas wohl zu den interessantesten Sagas von Island. Die Erzählungen über die großen Abenteuerfahrten bis nach Amerika zeigen auf beeindruckende Weise, wie weit die Entdecker der Wikinger wirklich in der Welt vordrangen. Bei diesen Erzählungen handelt es sich auch nicht nur um bloße Fantasie und legendäres Material, sondern sie haben einen sehr direkten historischen Kern. Zum einen sind sehr viele der Figuren der Sagas echte historische Personen. Erik der Rote, Leif Eriksson oder auch Thorfinn Karlsefni sind reale Persönlichkeiten, aber auch die Ereignisse an sich haben einen konkreten historischen Hintergrund. Natürlich kann man die jeweiligen Details der Sagas als fantastisch hinnehmen,
aber tatsächlich konnte archäologisch nachgewiesen werden, dass die Wikinger es wirklich bis nach Amerika in ein Gebiet, das man vielleicht Vinland nennen könnte, schafften. So wurde auf Neufundland eine Siedlung der Wikinger entdeckt. Auf der nördlichsten Spitze von Neufundland wurden 1961 die Überreste einer Siedlung aus dem Jahr 1000 gefunden. Zentral war hier der Fund einer Schmiede, denn diese zeigte, dass die Siedlung nicht von den Ureinwohnern der Region stammen konnte, da diese zu dieser Zeit keine Eisenverarbeitung dieser Art gekannt hatten. Die Schmiede musste also von jemand anderem stammen und sie passte sehr gut zu den Nordgermanen. Zugleich deutete die Menge an Schlacke, die man in der Schmiede fand, aber auch darauf hin, dass diese nur für relativ kurze Zeit verwendet wurde. Vermutlich wurde die Siedlung also nicht besonders lange bewohnt und rasch wieder aufgegeben. Dieser Fund deckt sich nun sehr gut mit den Berichten der Sagas. Nicht nur würde die Gegend von Neufundland gut für die Gebiete, die in der Vinland-Saga erwähnt werden, passen, auch wenn wir nicht wirklich wissen, wo Vinland an sich liegen würde, aber auch, dass die Siedlung nur kurz bewohnt wurde, passt sehr gut dazu. So wird in der Sage ja beschrieben, dass die Häuser, die dort von Leif gebaut wurden, nur für wenige Jahre und nur ab und zu durch verschiedene Expeditionen verwendet wurden. Offen bleibt aber die Frage, wie lange die Wikinger nun wirklich dort waren und warum die Siedlung in Vinland aufgegeben wurde und scheiterte. Die Sagas berichten davon, dass es an Essen nicht mangelte, es aber mit den Ureinwohnern sowohl friedliche wie auch feindliche Kontakte gab. Ob diese Angriffe der Ureinwohner ausschlaggebend waren, damit die Wikinger Vinland aufgaben, oder ob das neue Land im Westen einfach zu weit von Europa entfernt war und zu wenige Leute diese abenteuerliche Fahrt unternahmen, wissen wir nicht. Andere Regionen, die abgelegen waren, wie Island oder Grönland, besiedelten sie ja auch. Und auch Regionen, in denen sie viel Feindschaft erfuhren und für die Siedlungen kämpfen mussten, wie in der Normandie oder in England, gab es ebenso. Vielleicht aber war es eben eine Kombination aus all diesen Faktoren. Vinland war weit entfernt und nur wenige Leute wagten diese Überfahrt. Und zugleich wurde man dort von den Ureinwohnern angegriffen und die wenigen Leute, die diese Fahrten unternahmen, reichten nicht aus, damit man dort eine dauerhafte Siedlung errichten konnte und zugleich die Angriffe ertrug. Ein anderes Thema, das in Bezug auf Wikinger in Amerika oft aufkommt, ist dann aber auch, wie weit die Wikinger dort vordrangen. Immer wieder hört man ja die Idee, dass Wikinger viel, viel weiter gekommen wären und sogar auf Gebiete der heutigen USA vorgedrungen seien. Dafür aber gibt es keine Belege und es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass Nordgermanen so weit gekommen wären. Bereits die Reise nach Vinland war weit und abenteuerlich und das Land dort stark abgelegen und nicht viele unternahmen diese Reise. Und vor allem fehlen auch jegliche handfeste Belege, dass so etwas vorgekommen wäre. In den Sagas heißt es, dass die Wikinger an der Küste blieben und das Land nicht weit erkundeten und auch die Siedlung, die man archäologisch nachweisen konnte, liegt passend dazu an der Küste von Neufundland. Entferntere Länder oder Gebiete im Inland, reisen Flüsse hinauf oder weiter ins Landesinnere hinein, werden dagegen nicht erwähnt. Und in den USA finden sich auch keine archäologischen Belege, die ohne Sagas einen Hinweis darauf bieten würden, dass Wikinger so weit kamen. Trotzdem aber behaupten manche, eben solche Belege gefunden zu haben. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der berühmte Runenstein von Minnesota. Dieser wurde in Kensington, Minnesota gefunden und wird bis heute im Museum von Alexandria, Minnesota ausgestellt. Tatsächlich aber handelt es sich bei diesem Runenstein um eine moderne Schöpfung. Dieser Stein und auch weitere Runenfunde in den USA stammen nicht von Wikingern, sondern von viel, viel späteren skandinavischen Einwanderern, die später in der Moderne in die USA zogen. So auch der Stein von Minnesota, dessen Inschrift davon berichtet, dass angeblich im Jahr 1362 8 Schweden und 22 Norweger von Vinland aus nach Westen bis nach Minnesota gezogen sein sollen. Der Text aber ist sprachlich klar modern und weist viele moderne und geradezu amerikanische Wendungen und Begriffe auf und auch die Runen selbst sind eine Mischung aus verschiedensten Runenreihen und zum Teil sogar gar erfundenen Zeichen. Am wahrscheinlichsten wurde dieser Stein ganz einfach von einem skandinavischen Einwanderer gemacht und ganz einfach zurückdatiert. So kamen die Wikinger wohl nicht über die nördliche Küste von Amerika und groß über Neufundland hinaus. Dennoch aber waren sie wohl die ersten Europäer, die in Amerika ankamen und das Jahrhunderte vor Kolumbus. Die größte Ehre kommt hier meistens Leif Erikson zu und er wird als der Entdecker von Amerika bezeichnet. Doch ich finde, dass auch seinen Geschwistern und ganz besonders auch Thorfinn Karlsefni die Ehre als große Entdecker von Amerika gebührt. Vor allem auch deshalb, weil Thorfinn ja in der Saga von Erik dem Roten die große Expedition als Anführer befehligt. Leif Erikson mag damit zwar der Namensgeber von Vinland sein,
aber der große Entdecker ist meiner Meinung nach Thorfinn Karlsefni. Und damit verabschiede ich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.